Lehn dich zurück. Schließ die Augen und lass Ruhe in dein Inneres einkehren. Lausche meinen Worten und spüre nach, wie ganz langsam alle Anspannung aus deinen Muskeln entweicht. Lass los. Lass dich von meiner Stimme tragen. Du brauchst nichts zu tun, außer mir zuzuhören und meinen Worten mit deiner Vorstellungskraft zu folgen. Deine Muskeln beginnen sich ganz langsam zu entspannen, werden weicher und gelöster. Die Anspannung weicht mehr und mehr einer angenehmen, heiteren Gelassenheit. Es ist warm und du fühlst dich geborgen. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. All deine Sinne sind völlig entspannt und aufnahmefähig. Du fühlst dich rundum wohl. Dein Bauch fühlt sich warm, wohlig und satt an. Da ist kein lästiges Völlegefühl mehr, kein leichtes Magenbrennen und auch nicht mehr dieses Spannungsgefühl im Oberbauch. Keines dieser Symptome ist wirklich dauerhaft schmerzhaft. Aber du empfindest sie immer öfters als unangenehm und lähmend. Auch wenn diese Symptome nach einiger Zeit wieder verschwinden, willst du sie jetzt auf Dauer loswerden. Sie machen dich schon seit längerem nachdenklich. Dieser Blähbauch, dieses leichte Magenbrennen kommen immer dann, wenn du Pizza, Burger und Softdrinks zu dir genommen hast. Mit dem Heißhunger und der Geschmacksexplosion gehen immer öfter dein schlechtes Gewissen sowie der Blähbauch mit Magenbrennen einher. Dein Leben ist stressig und Zeit ist Geld, denkst du. Selbst kochen, langsam kauen und das auch noch im Sitzen ist möglich. Aber warum das isoliert tun, wenn das genauso gut und schnell zwischendurch geht? Am besten noch vor einem Bildschirm, denkst du. Multitasking eben. Essen und nebenher noch etwas anderes tun, spart Zeit und Geld. Essen ist schließlich nur Nahrungsaufnahme, ein notwendiges Übel quasi. Deswegen hast du bislang gerne zu fertigen Lebensmitteln gegriffen. Sie sind billig, schnell zubereitet und immer verfügbar. Drei unschlagbare Argumente. Wen kümmert's, dass diese Lebensmittel vor Zucker, Pökelsalz oder Glutamat nur so strotzen? Irgendeinen Tribut muss man nun mal für diesen bequemen Way of Life zahlen. Der Durchschnittsdeutsche gibt schließlich nicht mehr als 14% seines Einkommens für Essen aus. Billig ist gut und tut's auch. Dein Körper und deine Organe packen das schon, dachtest du. Für genau diese Denkweise liebt dich die Lebensmittelindustrie. Deine Fastfood-Lebensweise passt so wunderbar zu deren Strategie.
Sie beschert der Lebensmittelindustrie maximale Gewinne bei wenig Kosten. Das ist zwar legal, aber höchst ungesund. Zucker, Salz und Glutamat, drei billige Inhaltsstoffe, die erst süchtig und dann krank machen. Zucker bedient unser Glückszentrum und überfordert irgendwann die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. Die Folge? Fettleibigkeit und Diabetes. Pökelsalz hingegen lässt Fleisch- und Wurstwaren rosarot und immer frisch aussehen, wirkt geschmacksverstärkend und konservierend, verursacht aber auch Dickdarmkrebs, Tendenz steigend. Glutamat löst ein regelrechtes Geschmacksfeuerwerk in Mund und Gehirn aus und führt dazu, dass wir viel mehr davon essen, als wir brauchen. Glutamat verursacht Übergewicht, zerstört Hirnzellen und ist der Hauptverdächtige bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Multiple Sklerose. Vermutlich weißt du das aber alles schon. Aber hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dass du die Lebensmittelindustrie dafür bezahlst, dass sie dich wissentlich krank macht? Lass dir diesen Wahnsinn ruhig auf der Zunge zergehen. Du bezahlst jemanden dafür, dass er dich krank macht. Aber nicht nur das. Die Kosten dafür, dass du wieder gesund wirst, wälzt derjenige auch noch auf dich ab. Beziehungsweise auf uns alle, die Steuerzahler. Die Lebensmittelindustrie maximiert auf Kosten deiner und meiner Gesundheit ihre Gewinne und drückt dir dann die von ihr verursachten Krankheitskosten auch noch aufs Auge. Kennst du das nicht von irgendwoher? Verkürzt gesagt, du und viele andere auch machen die Lebensmittelindustrie steinreich dafür, dass sie dich ungestraft krank macht. Die Kosten für den riesigen Scherbenhaufen darfst du dann auch noch selbst bezahlen. Einmal mit deinem Geld und zum anderen mit deiner verlorenen Gesundheit. Willst du das wirklich weiter mittragen? Nein. Diesen Wahnsinn wirst du bei deinem nächsten Einkauf nicht mehr ignorieren. Dein Körper und deine Gesundheit sind dir ab sofort mehr wert. Und zwar genauso viel Geld und Zeit wie beispielsweise die Pflege deines äußeren Körpers. Also die Pflege deiner Haut, deiner Haare, deines Aussehens. Überlege, wie oft und intensiv du dich äußerlich pflegst. Und vor allem, warum du das tust. Etwa, weil du gut und gesund aussehen willst? Stell dir jetzt mal Folgendes bildlich vor. Du stehst unter der Dusche. Schönes, warmes, klares Wasser rinnt über deine Haut. Spült allen Schweiß, Schmutz und üble Gerüche weg. Deine Haut dankt es dir durch einen sauberen, frischen Geruch und mit einem gesunden, rosigen Schimmer. Du fühlst dich sofort erfrischt und wieder wohl in deiner Haut. Und das nur, weil reines, klares Wasser über deine Haut gelaufen ist.
Nun verändern wir das Szenario etwas. Stell dich in Gedanken erneut unter die Dusche. Dreh das Wasser auf. Dieses Mal kommt allerdings kein reines, sauberes Wasser aus dem Duschkopf, sondern dein Lieblingsgetränk. Genau jenes, das du besonders gerne magst und tagtäglich, womöglich sogar literweise, trinkst. Das kann Kaffee sein, aber auch irgendwelche Säfte oder eben zuckersüße, gelbe oder braune Softdrinks. Und nun stell dir vor, wie dieses Getränk über deine Haut und deine Haare läuft. Alles benetzt und mit seinen zuckersüßen Inhaltsstoffen verklebt. Nun, wie fühlt sich das für dich an? Etwa unangenehm? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum du deiner äußeren Haut eine bessere Behandlung gönnst als deinen inneren Organen. Deine Organe müssen nicht nur schön aussehen, sondern auch noch lebenserhaltend für dich arbeiten. Warum werden deine inneren Organe mit Dingen geflutet, die du auf deiner Haut und deinen Haaren niemals dulden würdest? Auf deiner Haut ist klebrige Limo problemlos abwaschbar. Auf deinen inneren Organen nicht und schon gar nicht darin. Willst du an diesem Verhalten wirklich festhalten? Sicher nicht. Deshalb werde ich dir jetzt ein positives und gesundes Verhalten gegenüber deinen inneren Organen vermitteln. Stell dich im Geist nochmals unter die Dusche. Dieses Mal duschst du in Gedanken jedoch nicht deine äußere Haut, sondern dein Inneres ab. Im Geist hältst du den Duschkopf in deinen Hals und lässt von dort warmes, reines, klares Wasser in deinen Körper laufen. Mit dem sauberen Wasser kommt auch Licht in das Innere deines Körpers. Das Wasser erhält dein Inneres, wie magische Sonnenstrahlen einen ehemals dunklen, finsteren Wald. Überall, wo die schönen, lichtdurchfluteten Wasserstrahlen hinfallen, siehst du plötzlich all den Schmutz und die krustigen Ablagerungen, die sich über all die Jahre aufgrund deines ungesunden Lebensstils an- und in deinen Organen angesammelt haben. Gleichzeitig siehst du aber auch, welche Macht reines, klares Wasser hat. Wie frisches, sauberes Quellwasser weicht es all die harten Verkrustungen langsam auf, lockert diese und spült sie mit jedem neuerlichen Schwall einfach hinweg. Die Oberfläche deiner Organe kommt langsam wieder zum Vorschein, sauber und glänzend. Halte den Duschkopf in Gedanken bewusst auf deinen Magen, deine Leber, deine Niere, deine Bauchspeicheldrüse. Und dusche all deine Organe gründlich ab, bis sich deren wabbelig aufgedunsen verklebtes Gewebe wieder zu einer festen, glatten und glänzenden Oberfläche zusammenzieht. Halte den Duschkopf nun auch in das Innere deiner Organe. Spüle jedes Organ mit sauberem, klarem Wasser durch.
All die verkrusteten Reste deiner ungesunden Essens- und Trinkgewohnheiten werden so auf wundersame Weise hinfortgespült. Spüle deinen Magen, deine Leber, deine Galle, deine Milz, deine Bauchspeicheldrüse, deine Niere, bis auch das letzte Organ sauber rosig glänzt und sowohl von innen als auch außen wieder gut riecht. Spüre nach, wie sich das für dich anfühlt. Deine inneren Organe quietschen jetzt geradezu vor Sauberkeit. Höre, wie erleichtert und befreit deine Organe aufseufzen. Wie gut es ihnen tut, dass all dieser Schmutz, diese störenden braunen Verklebungen aus ihrem feinen Porengewebe ausgewaschen wurde. Wie leicht und hindernisfrei jetzt lebenswichtige Stoffe überall hin transportiert werden können. Spüre diesem guten und befreienden Gefühl nach. Spüre, wie eine Welle neuer, kraftvoller Energie durch dich hindurchfließt. Jede noch so kleine Zelle machtvoll energetisiert wird. Dieses Gefühl prägt sich tief in dein Unterbewusstsein ein. Wenn du künftig etwas trinkst, meldet sich dieses Gefühl machtvoll zurück. Genauso wie das Bild, wie deine inneren Organe mit klarem, sauberem Wasser abgeduscht werden. So wie du deine äußere Haut vor jeglicher Verschmutzung, Verletzung oder Vergiftung beschützt, so beschützt du künftig auch deine inneren Organe vor jeglicher Art von Schäden. Wann immer du vor einem Supermarktregal stehst, hast du sofort das Bild der inneren Organdusche vor deinem geistigen Auge. Jedes Mal, wenn du nach Fertiglebensmitteln greifst, meldet sich automatisch dein Unterbewusstsein zu Wort und fragt: Ist dieses Lebensmittel gut für mich? Ist dem nicht so, hast du sofort die Organdusche mit brauner, klebriger Flüssigkeit vor Augen. Wenn du hingegen zu unverarbeiteten Lebensmitteln greifst, stellt sich sofort angenehmes Wohlgefühl ein. Erleichtertes Aufatmen, als ob du eben mit reinem, sauberen Wasser geduscht hättest. Du kannst dieses wunderbar frische und angenehme Wohlgefühl sofort in deinem Bauch spüren. Es ist wie ein Lächeln, das dein Inneres erhält. Dein Bauchgefühl sagt dir dabei ganz deutlich, welche Lebensmittel bekömmlich für deine inneren Organe sind. Dein Körper weiß am besten, an welchem Tag er mehr Salz, mehr Zucker, mehr Saures oder Bitteres benötigt. Wichtig ist nur,
dass du selbst bestimmen kannst, wie viel von diesen lebenswichtigen Stoffen den Weg in dein Essen und damit auch in dein Inneres finden. Ab jetzt bestimmst allein du die Dosis. So wie du ein Dieselauto niemals mit Benzin betanken würdest, so wenig wirst du künftig deinen Körper mit falschen Inhaltsstoffen füttern. Ein Auto ist ersetzbar. Deine Organe sind es nicht. Stell dir nun in Gedanken konkret deinen nächsten Supermarkteinkauf vor. Du schiebst deinen Einkaufswagen durch die Gänge. Dein Blick gleitet die Supermarktregale und die Truhen entlang und fällt zum Beispiel auf Fertigpizzas. Sofort hast du vor Augen, wie deine inneren Organe mit dunkler, klebriger Flüssigkeit geduscht werden. Das Gefühl ist unangenehm. Du hast das Gefühl, als ob du die Klebrigkeit auf deiner äußeren Haut spüren könntest. Deine Kopfhaut fühlt sich verklebt an. Die Härchen auf deinen Armen und deinem Rücken stellen sich warnend auf. Alles in dir sträubt sich dagegen, dieses Fertigprodukt zu kaufen. Das Unwohlsein lässt sofort nach, wenn du dich nach frischen Lebensmitteln umsiehst. Du schiebst deinen Einkaufswagen ein Stück weiter und kommst zur Fleisch- und Wursttheke. Alle Fleisch- und Wurstwaren haben eine gefällige, rosarote Färbung. Allerdings nur deshalb, weil sie mit Pökelsalz durchgeimpft wurden. Ohne Pökelsalz hat Fleisch und Wurst eine bräunliche Färbung. Das weißt du jetzt. Künftig wirst du weniger bis gar keine krankmachende Pökelware mehr essen. Deshalb taucht ab sofort an jeder Fleischtheke folgendes Bild vor deinem geistigen Auge auf. Du siehst ein Fließband voller Fleischstücke. Über den Fleischstücken läuft ein weiteres Fließband, an dem hunderte von Spritzen hängen, die in jeden Quadratzentimeter Fleisch Pökelsalz injizieren. Fleisch auf Fließband. Spritzen, Impfen, Pökelsalz. Die natürliche bräunliche Fleischfärbung wird zu wässrigem Rosa. Vor jeder Fleischtheke beeinflusst das dein Unterbewusstsein. Und zwar positiv. Es erinnert dich daran, dass die Farbe von gesunder Wurst und gesundem Fleisch bräunlich ist, nicht rosa und auch nicht rot. Es gibt pökelsalzfreie, gesunde Wurst- und Fleischwaren, nur die Lebensmittelindustrie hält aus Kostengründen daran fest. Ab sofort wirst du die Lebensmittelindustrie nicht mehr dafür bezahlen, dass sie dich ungestraft krank macht. Dein Unterbewusstsein schickt dir dafür Dankbarkeit und Anerkennung und genügend Willensstärke, um den ungesunden, bequemen Verlockungen zu widerstehen. Du bist stark.
innerlich und äußerlich. Du allein bestimmst, was gut tut und dich gesund erhält. Schiebe deinen Einkaufswagen in Gedanken ein Stückchen weiter, bis zu den Regalen mit der dritten Volksdroge, Glutamat. Dieser Stoff ist per se nicht ungesund und kommt in vielen Lebensmitteln in natürlicher Form vor, zum Beispiel in Käse wie dem Parmesan, in Walnüssen, aber auch in Tomaten. Gefährlich wird Glutamat erst, wenn es künstlich und überdosiert zugesetzt wird, wie zum Beispiel bei Kartoffelchips, in Brühwürfeln, Soßen, Tütensuppen und vielen anderen billig bequemen Fertigprodukten. Künftig lässt du auch von überglutamatisierten Knabbereien, Würzen und Soßen die Finger. Vor diesen Produktregalen schickt dir dein Unterbewusstsein künftig folgendes Gefühl. Dein Oberbauch spannt und bläht sich unangenehm. An deinen Magenwänden entsteht ein leichtes, dubioses Brennen. Du kennst dieses Gefühl nur allzu gut. Stellt es sich doch immer dann ein, wenn starker Salz-, Fleisch- und Räuchergeschmack den Speichelfluss in deinem Mund zum Überfließen bringt. Diese Stoffe sind es auch, die deinen Oberbauch zum Brennen und Blähen bringen. Das unangenehme Gefühl verschwindet erst wieder, wenn du dich natürlichen, aber genauso intensiv schmeckenden Würzen zuwendest. Zum Beispiel frischen Sellerieknollen oder Liebstöckelstauden. Beide Gemüsearten erzeugen den gleichen Geschmack wie Fertigwürze. Nur, dass beide Gemüsearten gesund sind. Deine Geschmacksknospen und dein Bauch werden beides lieben, völlig frei von negativen Folgen. Dein künftiger Einkaufszettel ist genauso schmackhaft wie der bisherige. Du musst auf nichts verzichten, was dir bislang schmeckte. Pizza, Burger, leckere Soßen und Co. stehen auch weiterhin auf deinem Einkaufszettel. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass du diese künftig selbst zubereiten wirst. Dabei so vorausschauend kochst, dass deine eigenen Speisen genauso schnell zubereitet sind wie Fertignahrungsmittel. Stelle dir im Geist zum Beispiel eine von dir zubereitete Pizza vor. Der Teig kann durchaus gekauft sein, aber was sonst noch drauf und dran kommt, bestimmst du allein. Du bist der alleinige Bestimmer über Salz, Zucker, Geschmack und Belag. Stell dir in Gedanken eine leckere und von dir zubereitete Soße vor. Statt Maggi oder sonstiger Fertigwürze kochst du eine Sellerie oder einen Bund Liebstöckel in leicht gesalzenem Wasser ab. Die einreduzierten Brühen schmecken intensiver als jeder Brühwürfel und können als Grundlage für künftige Soßen oder Suppen vorausschauend eingefroren werden. Auch der Kochfaulheit wirst du künftig ein Schnippchen schlagen. Koche künftig immer mehr, als du benötigst. Den einen Teil genießt du frisch zubereitet.
den anderen frierst du ein. Aufgetaut sind diese selbstgekochten Essen, Soßen oder Suppen immer noch leckerer, gesünder und auch schneller zubereitet als ein überzuckertes, übersalzenes oder mit undefinierbaren Inhaltsstoffen gestrecktes Fertiggericht. Lass uns zum Schluss alles nochmals rekapitulieren. Du hast Folgendes verinnerlicht. Du wirst für deine Gesundheit nicht mehr doppelt bezahlen. Ab sofort bestimmst allein du, was deinem Körper gut tut. Künftig beziehst du deinen Bauch in deine Entscheidungen mit ein. Aber erst, wenn dein Glückszentrum verlernt hat, auf Fertiglebensmittel euphorisch zu reagieren. Ab da kannst du deinen Bauch in die Entscheidungen mit einbeziehen. Zeige deinem Bauch, was du essen willst. Stell es dir bildhaft vor. Dein Bauch wird dir immer postwendend antworten. Entweder fühlt es sich sofort gut für ihn an oder eben nicht. Verwechsle jedoch ein hungriges Magenknurren nicht mit einem gesunden Bauchja. Gehe sicherheitshalber nie ausgehungert in einen Supermarkt. Dein Bauch kann dich nur dann zuverlässig beraten, wenn er nicht völlig leer ist. Esse im Notfall zuvor ein trockenes Brötchen. Ansonsten kannst du deinem Bauch absolut vertrauen. Was an dem einen Tag von deinem Bauch abgelehnt wird, kann an einem anderen Tag genau das Richtige sein. Dein Bauch weiß am besten, wann er etwas Salziges, etwas Süßes, etwas Bitteres, etwas Saures oder eben die fünfte Geschmacksrichtung Glutamat Umami benötigt. Schon Hippokrates wusste, deine Nahrung soll deine Medizin sein. Und deine Medizin soll deine Nahrung sein. Du bist, was du isst. Und du bist eben auch nur so gesund, wie die Lebensmittel, die du deinen Organen zuführst. Deshalb solltest du bei der Auswahl der Nahrungsmittel auf diejenigen vertrauen, die sie für dich verarbeiten und dir damit Lebenskraft zur Verfügung stellen. Deine Organe. Allen voran dein Bauchhirn. Was sich für dein Bauchhirn nicht gut anfühlt, lass weg. Wenn du nicht sicher bist, was du gerade brauchst, warte ab und trinke Wasser. Deine Organe sind mehr als nur Essensaufspalter, Verdauer und zur Verfügungsteller. Sie verfügen über eine Sprache und können mit dir kommunizieren. Du musst nur lernen, ihre leisen, verhaltenen Zeichen früher und schneller wahrzunehmen. Meistens ist dein Bauch ihr Fürsprecher. Wenn sich etwas in deinem Bauch nicht gut anfühlt, dann ist es auch nicht gut für deine Organe. Vertraue deinem Bauch und deine Organe werden es dir danken. Die nachfolgenden Affirmationen oder auch Mantras werden dich künftig und sicher durch alle Supermärkte leiten. Sprich in Gedanken nach.
meine selbstgekochten Speisen schmecken am besten, wenn von jeder Geschmacksrichtung etwas darin enthalten ist. Alles Essen benötigt eine Prise Salz, Säure, Süßes und Bitterkeit. Ich bin Bestimmer über das Salz. Ich bin Bestimmer über den Zucker. Ich bin Bestimmer über Bitteres und Saures. Und über deren Dosierung. Mein Bauch wird mich leiten. Ich lasse mich positiv gestimmt und vertrauensvoll auf ihn ein. Alle suggerierten Bilder werden mich von nun an bei jedem meiner Einkäufe begleiten. Und erst dann verblassen, wenn ich alles verinnerlicht habe, was meinen Organen Schutz und Gesundheit gewährt. Ich kaufe gesund. Ich esse gesund. Ich bin gesund und ich bleibe gesund. In diesem Sinne, Namaste.